arc, the moon and the European space exploration, we will hear why we should go back to the moon after 44 years. And we are very pleased to have Jan Werner as our honored guest today. This evening, and he's the current Director General of the European Space Agency. He's also the former Chairman of the Executive Board of the German Aerospace Center, also known as DLR. And you would expect that he would be an aerospace engineer, but he started out as a civil engineer. For the Germans, das heißt Bauingenieur. He got the Federal Cross of Merit First Class for his continuous engagement for young academics. And unfortunately, to list all of his doctorates would really take too much time off of his limited talk time. So please give it up for Jan Werner. Bitte heißen mit einem herzlichen Applaus Jan Werner. Auf der Bühne willkommen. Yeah, it's okay. No, no. You have to be quiet because they did not give me enough time. So you have to be quiet. And I recommend you to listen and see. And if possible, do the whole lecture I will give to you in slow motion afterwards. Möglich, because otherwise I cannot do it in 30 minutes. Vortrag nachher in slow motion nachgucken. Was ist die Wirtschaftlichkeit der Raumfahrt? Diese Frage erhalte ich immer wieder, hoffentlich nicht hier, aber schauen wir uns an. Die Frage ist, ist ROI positiv? Bekommen wir Geld raus? In unserem Universum haben wir Galaxien, die sich drehen und nach allen Theorien, die wir von Newton und über Schwerkraft haben, die Geschwindigkeit im äußeren Teil der Galaxie müsste langsamer sein, als im inneren Teil. Sonst würden die Sterne rausfliegen. Aber wir sehen, dass die Geschwindigkeit im äußeren Teil genau dieselbe ist wie jene im inneren Teil. Und diesen Effekt verstehen wir nicht. Deshalb haben wir dieser Materie einen neuen Namen gegeben, dunkle Materie. Das ist also nicht etwas, das wir sehen, es ist einfach nicht etwas, das wir sehen, sondern einfach ein Effekt. Wieso spreche ich darüber? Es gibt auch einen anderen Effekt, dunkle Energie. Wenn wir einen Big Bang haben und sich dann das Universum ausbreitet nach dem Gesetz der Schwerkraft, dann müsste die Beschleunigung, die Geschwindigkeit zusammenfallen und das Universum müsste am Ende zusammenfallen, nach einigen Milliarden Jahren. Glücklicherweise hat sich das Universum so verhalten, wie wir das erwartet haben. Es hat sich aber jetzt verändert und wird wieder schneller und wir wissen nicht wieso und darum nennen wir das dunkle Energie. Dunkle Energie und dunkle Materie sind über 90% der Materie des Universums. Es gibt aber auch Effekte, die in unserem Sonnensystem stattfinden. Die Wissenschaftler haben versucht zu beweisen, dass Pluto wirklich der letzte Planet in unserem Sonnensystem ist. Ja, Planet. Es ist vielleicht nicht mal ein Planet, Zwergplanet, was auch immer. Aber nein, nein. Später. Keine Zeit. Pluto, der letzte Mikroplanet oder sowas. Und sie versuchen es zu beweisen mit einer Theorie und plötzlich haben sie herausgefunden, es muss einen anderen Planet geben. Niemand hat den je gesehen, aber es scheint etwas zu geben, das sich weiter außen bewegt als Pluto. Wir kennen die Größe nicht, wir wissen nichts. Aber das ist alles ein Beispiel, wo wir Curiosity brauchen. Und Neugierde ist einer der wichtigsten Treiber, der uns weiterbringt. Schaut euch Einstein an. Ihr kennt die generelle Relativitätstheorie. Er hatte auch eine spezielle Relativitätstheorie, die aussagt, die Zeit verringert sich durch Geschwindigkeit. Und in der generellen Relativitätstheorie, Zeit verzögert sich durch die Schwerkraft. Was bringt das der Gesellschaft?
die Aussage ist relativ. Das ist die beste Aussage, die wir kommen können. Die Frage ist also, ist das eine akademische Idee ohne Konsequenzen? Wenn wir uns zum Beispiel Satellitennavigation anschauen, wir haben Satelliten, die sich um die Erde drehen, wirklich, wirklich schnell. Das heißt dann für die, es muss einen Effekt auf deren Zeit geben. Und sie sind sehr weit von der Erde weg. Das heißt, sie haben weniger Gravitation zur Erde. Das muss auch einen Effekt haben. Und diese Satelliten, diese Navigationssatelliten sind nichts weiter als sehr, sehr genaue Uhren. Wenn diese zwei Effekte also da sind, dann muss ein Effekt auf das Navigationssystem bestehen. Und ohne diese Theorie zu kennen, hätten wir einen Fehler von 500 Metern pro Stunde in dieser Navigation. Das heißt, wir müssen neugierig sein, auch wenn wir nicht wissen, was es tut. Wir müssen neugierig bleiben, um weitere Dinge erforschen zu können. Ja, danke, danke, danke. Nein, mach weiter. Wir haben auch konkrete Aspekte. Wir haben das globale Effekte, die wir bekämpfen müssen. Wir haben Klimawandel, Immigration. Das könnt ihr alles selber lesen auf der Folie. Aber auch Curiosity. Kuriosität, das ist eine andere Art von Challenge. Sie hat uns aus den Höhlen gebracht, auf die Berge. Sie hat uns über Ozeane getragen. Aber ich weiß nicht wieso, aber wir haben es geschafft. Und deshalb, Neugierde ist der wichtigste Treiber im All. In was ich gerne als Space 4.0 bezeichne, wo wir uns anschauen, dass wir das kommerzialisieren können, wo wir mitmachen können, wo wir digitalisieren können, innovieren können und so weiter. Und was ihr hier seht, ist, was wir bei ESA tun. Wir betrachten verschiedene Aspekte. Wir schauen Earth Observation, wir betrachten die Erde-Navigation. Wir schauen uns Startsysteme an. Wir versuchen, die Systeme ins All zu kriegen. Wir schauen eintretende Meteoriten an und neue Technologien und diverse Dinge zusammenarbeiten mit der Industrie. ESA ist die europäische Space Agency. Mit 22 Teilnehmern, mit der EU plus Slowenien plus Kenia, versuchen wir ein globaler Player zu sein, der mit allen Staaten um die Erde zusammenarbeitet. Wir sind ein internationales, wir haben einen internationalen Charakter und können mit anderen zusammenarbeiten, als Broker, als Mediator und als mögliche Möglichkeiten bieten, um das All zu erkunden. Das All ist nicht nur ein Satellit, der Daten auf die Erde sendet. Es ist nicht nur eine Quelle neuer Informationen, sondern auch eine Quelle neuer Technologien, auch eine Quelle. In Space 4.0 nutzen wir auch Technologie von der Erde neu im Weltraum. Und Space 4.0 heißt auch, dass mehr Leute mitarbeiten, nicht nur Politiker, nicht nur Weltraumagenturen, um diese Leute zusammenzuführen aus verschiedenen Ländern, haben wir vieles getan. And you can switch off this light. Pour moi, l'espace, c'est un grand vide qu'on essaie de remplir. Cosmos. Cosmos, un krieg, nous en olamas. Space. Das All, die letzte Grenze, müsst ihr kennen. Es heißt Entwicklung. Ich könnte diesen Film eine halbe Stunde laufen lassen, aber dann könnte ich nicht weitersprechen. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das ganze Video, alle Nationen, auf unserer Webseite anschauen. Wir hatten 2000 Teilnehmer an einer Citizens Debate aus über 22 Ländern und haben mit denen verschiedene Fragen besprochen und eine wirkliche Debatte gehalten. Und die Resultate waren sehr vielversprechend. Ich habe hier einige ausgeführt. Ich werde nicht durch alle gehen, sondern nur das letzte erwähnen. Das war ich, hat mich sehr erstaunt. 81% haben gesagt, wir sollten natürliche Rohstoffe aus dem All nutzen. Das ist eine große Frage. Sollten wir außerhalb der Erde Rohstoffe sammeln und diese nutzen? Das können wir diskutieren.
Es scheint aber eine sehr, sehr wichtige Frage. Hier, 96%, sie sehen das All als ein Universum von Möglichkeiten und Gelegenheiten. 84% sehen das All als einen Platz, der geschützt werden soll von Verschmutzungen und so weiter. Und das ist für mich das Wichtigste, die Teilnahme. Ich habe gesagt, Neugierde ist was sehr, sehr Wichtiges. Und ich habe gesagt, die Erforschung des Alls ist sehr wichtig. Das hier ist ein Philosoph. Wir werden nicht aufhören, Dinge zu erforschen, bis wir dahin zurückkommen, wo wir herkamen und den Ort zum ersten Mal sehen. Ich verstehe diesen Satz nicht, aber deshalb finde ich ihn schön und deshalb nutze ich ihn. Wasser. Wasser ist etwas, das wir jeden Tag benutzen. Hast du jemals nachgedacht, genauer über Wasser? Nicht nur, dass man es im Klo braucht oder wenn man was trinken will. Wasser ist sehr interessant. Wasser bedeckt über 71% der Erdoberfläche. Es ist durchsichtig, was nicht automatisch ist. Ne? Es ist transparent. Es gibt die Anomalie von Wasser. Das heißt, dass das Eis leichter ist. Und leichter ist und Wasser am festesten ist bei 4 Grad. Es ist nicht giftig, es hat keinen Geschmack, es hat keinen Geruch, es hat eine hohe Oberflächenspannung und es gibt eine sehr spannende Sache, die man mit Wasser machen, wenn man den Wasserstoff rausnimmt, beziehungsweise ersetzt mit Deuterium. Wenn man ein Proton hinzufügt, dann hat man 2 verschiedene Arten von Wasser. Wir haben schweres Wasser und wir haben leichtes Wasser und wir haben viele weitere Anwendungen jeden Tag. Aber die Frage ist, wo kommt das Wasser her? Manche Leute sagen, ja, es ist mir egal, wir haben 30% der Erdoberfläche, die nicht vom Wasser bedeckt ist, mir ist das egal. Aber als neugierige Person, das ist eine wichtige Frage für mich, wo kommt das Wasser her? Das ist eine wichtige Frage. Und als Wissenschaftler diskutieren wir drüber. Nach langen, langen Diskussionen haben wir gesagt, es kommt von Kometen, weil Kometen gefrorenes Material ist. Und deswegen haben wir eine Mission geplant namens Rosetta, vielleicht habt ihr davon gehört, zum Kometen Kryumov-Gerasimenko. Es hat uns 10 Jahre gedauert, bis wir dort sind und ohne jegliche Wartungen dazwischen. Wir haben keine Ölwechsel gemacht. Natürlich haben wir die Software ein bisschen geupdatet, aber der Prozessor ist mehr als 10 Jahre alt gewesen am Ende. Es war also ein sehr alter Computer an Bord. Und das ist in einem Umfeld, der sehr, sehr viel anfälliger und schwerer ist als hier auf der Erde. Es war eine sehr schwere Mission. Und endlich am 12. November 2014 sind wir auf dem Kometen gelandet. Und das ist das Selfie. Das ist das Selfie, über das ich gefragt wurde vor der Landung. Was ist die Wahrscheinlichkeit, wurde ich gefragt vor der Landung, dass das geschafft wird? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wir machen es zum ersten Mal. Und wenn man etwas zum ersten Mal macht, hat man keine Ahnung von den Wahrscheinlichkeiten. Aber in Fakt sind wir gelandet und weil die Gravitation so leicht ist, beziehungsweise nicht genau ist, hatten wir die Befürchtung, dass wir wieder zurückspringen, wie im Trampolin. Rosetta hat eine einfache... Es hat Harpunen, um sich im Boden zu befestigen. Es hat auch die leider nicht funktioniert haben. Es hat auch einen Motor, der es am Boden halten soll, der auch nicht funktioniert soll. Deshalb ist die Sonde auf dem Asteroiden rumgehüpft. Und schlussendlich haben wir 3 Landungen erreicht. Ich brauche jetzt eure Stille, weil ich euch das Geräusch zeigen möchte, das bei der ersten Landung. This is it's just a repetition again. I like it very much, so we repeat again. Now I have it also in slow motion for you. Ich habe das auch in Slow Motion für euch. So, now this is of course not, there is no atmosphere, so it's the sound in the legs. And the reason we measured this was in order to get some input about the quality, about the surface toughness. Mit diesem Geräusch konnten wir Inputs auswerten, um die Oberflächenstruktur des Kometen auszuwerten. Und durch dieses Geräusch konnten wir das auswerten. Nun, ich hatte Wasser erwähnt. Wenn ich diesen Kometen anschaue und ihn auf Wasser untersuche, das Interessante war, ja, es gibt Wasser, es gibt organisches Material, aber das Verhältnis zwischen schwerem und leichtem Wasser war und ist komplett anders als jenes auf der Welt. Auf der Erde ist es ungefähr konstant, auf dem Kometen ist der Anteil schweren Wassers ungefähr 3-mal so hoch. Die Frage bleibt also, wo kommt dieses Wasser her? Wir wissen es nicht. Möglicherweise von solchen Kometen, möglicherweise von anderen. Nun, das ist ein sehr wichtiger Film, der euch aufzeigen soll, welche unterschiedlichen Kulturen wir haben.
Also viele, nachdem es gelandet ist und ein paar Mal gesprungen ist, wir wissen nicht, wo es war. Und wir waren sehr, sehr glücklich. Am 5. September 2016 haben wir es endlich gefunden, da drüben in einem sehr dunklen Platz. Das war der Grund, warum wir das nicht wieder aufladen konnten, wegen der Batterien. Aber die ersten 60 Stunden hat es perfekt funktioniert und das ist, was wir machen wollten. Und das ist das letzte Bild von der Hauptsonde von Rosetta, die endlich auf dem Kometen gelandet ist. Wir haben die Informationen von der Oberfläche bekommen. Auf der Oberfläche. Ich habe schon gesagt, Rosetta, Philae und der Komet. Und diese Kometen sind so schwarz wie Kohle. Also braucht man eine sehr, sehr spezielle Kamera, um Bilder davon zu schießen, weil es hat mehr als 50 Shades of Grey. Und diese Kameratechnologie wurde dann auch benutzt, um auf der Erde gegen Feuerbekämpfung zu machen. Und das ist etwas, was ich auch immer sage, ja, alles ist gut, wir brauchen das nicht, aber ihr versteht. Nun, wir haben auch Menschen im Weltraum, wir haben natürlich die Apollo-Flüge zum Mond, wir hatten das Weltraumrennen, und den Ausgang wissen wir natürlich alle, die Amerikaner haben das Rennen gewonnen, aber auch eine der Technologien der Sowjetunion war sehr wichtig und das ist das am meisten bekannte Bild. Ich bin mir sicher, dass ihr das alle kennt. Das ist Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond. Er war sehr, sehr sauer, dass er nicht der Erste sein konnte und somit hat er immer Neil Armstrong gefragt, komm, mach ein Foto, mach ein Foto, mach ein Foto. Hier in dem Foto könnt ihr Neil Armstrong sehen, da drüben im Visier und dieses Bild ist photoshopped von NASA. Ja, sie waren auf dem Mond. Ja, ich habe die NASA-Administration gefragt, wart ihr wirklich auf dem Mond? Sie haben gesagt, es wäre sehr viel teurer gewesen, alle Leute leise zu halten. Und sie haben gesagt, dieses Bild ist photoshopped, weil NASA gedacht hätte, dass darüber etwas Dunkles sein sollte, wie die Nacht. Und leider hat Neil Armstrong das Bild schon abgeschnitten gehabt. Da hat etwas gefehlt. Und also haben sie da ein bisschen Schwarz drüber gelegt, dass sie zeigen konnten, dass da noch ein schwarzer Himmel drüber ist. Warum weiß ich das? Es gibt dieses Bild, hier dieses Bild. Die Antenne fehlt nämlich. Die Antenne fehlt auf dem Bild. Und das ist der Grund, warum es photoshopped ist. Also, aber glaubt mir, sie waren da auf dem Mond. So, im Jahre 2014 hatten wir natürlich die Krim-Krise und die geht immer noch. Und es ist sehr wichtig, um zu sehen, dass im Weltraum Probleme gelöst werden können. Das ist ein Bild, direkt nach der Krim-Krise gestartet hat. Es zeigt einen Amerikaner, einen Russen und einen europäischen Astronauten mit einem deutschen Akzent, so wie ich. Das ist Alexander Gerst. Und sie saßen hier, Minuten danach standen sie zusammen vor der Sojus-Rakete. Das ist meine Hand übrigens. Ich hoffe, ihr könnt mir glauben. Und sie sind hier und sie betreten nun die Rakete. Tschüss! Auf Wiedersehen! Ah, I should not say tschüss, that's not so good. Okay, then they start. Ich hätte nicht tschüss sagen sollen, das ist nicht so gut. Dann sind sie abgehoben in Kasachstan und das ist der Ort, wo sie hingegangen sind. Das sind die Amerikaner, die Russen, die Japaner, die Europäer in der internationalen Raumstation. Alexander hat viele Experimente gemacht in der ISS, hat auch die Erde angeguckt und darüber berichtet. Und die Amerikaner sagen, das ist nicht okay. Er sollte nicht über Emotionen nachdenken, sondern Forschung betreiben. Hat aber auch solche Bilder gemacht, gesagt, es gibt Explosionen und Bomben auf der Erde, was etwas ist, das nicht passieren sollte. Stellt euch vor, ein Außerirdischer fliegt über die Erde und sieht das, der würde wahrscheinlich keinen guten Eindruck erhalten. Das ist ein Bild, das ich mag. Und hier ist seine Landung. Die Russen nennen das eine weiche Landung, weil man muss diese mit einem weichen Teil des Körpers abfangen. Wie ihr seht, sieht richtig hart aus. Er war aber in gutem Zustand. Und die Frage war, wie bekommen wir den jetzt nach Hause? Und ich habe die Amerikaner gefragt, können wir den nicht direkt nach Europa bringen?
die haben gesagt, nein, aber von Kasachstan und wir können da einen Transfer in Schottland machen, habe ich vorgeschlagen, und wir bringen nach Europa. Und die Amerikaner sagten, aber ihr müsst ein Flugzeug haben, das eine Notstation rein hat. Und wo kommt man eine Notfallstation in ein Flugzeug? Ich habe die Luftwaffe gefragt und der Minister hat das nicht akzeptiert, weil die Steuerzahler das nicht zahlen würden. Also habe ich nach einem anderen Flugzeug gesucht, der ADAC, der hat ein Flugzeug. Und ich habe den Präsidenten dieser ADAC angerufen und gefragt, können Sie uns ein Flugzeug bringen, das jetzt nach Europa fliegt? Er sagte, ja, wenn Sie uns erlauben, dass wir das in unserem monatlichen Magazin, der ADAC Motorwelt, publizieren. Und das ist eines der bekanntesten Journale, die Apotheken. Ein anderes ist die Apothekenrundschau, die ebenfalls eine ähnlich große Zirkulation hat. Und er sagte, ich habe eine letzte Frage. Ist er ein Mitglied? Und ich konnte antworten, ja. Alexander ist ein Mitglied des ADAC. Er wurde zurückgebracht, zurück nach Deutschland, nach Köln. Aber wo gehen wir beim nächsten? Es sollte kein endliches Ziel geben. Wir sollten immer weiter, weiter, weiter. Es sollte kein Schlussziel geben. NASA sagt jetzt, wir wollen zum Mars gehen. Und Journey to Mars heißt mehr als nur ein einzelner Ausflug zum Mars. Aber Mars ist aufwendig. Es braucht ungefähr 2 Jahre, um dorthin zu fliegen und zurückzukommen. Aufgrund der verschiedenen Umlaufbahnen des Mondes und von Mars. Wir haben hier einige der Probleme. Zum Mond kann man über Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr fliegen. Also statt Hamburg kann man auch auf den Mond. Aber einige Firmen haben vorgeschlagen, man könnte einen Einwegtransfer zum Mars machen. Das finde ich eine schlechte Idee. Was es aber jetzt gibt, ist eine europäische Mission, ExoMars. Wir wollen zum Mars, aber ohne Menschen. Also eine robotische Mission. Die erste haben wir 2016 gestartet, die nächste kommt in 2020. Und ein Punkt ist, wir wollen nach Leben suchen. Wir haben Methan auf Mars gefunden. Und die Frage ist, ob das von einer biologischen oder einer anderen Quelle kommt. Und dazu haben wir diese Mission gestartet in Kasachstan. Ich mag dieses Bild hier sehr. Das hier ist ein französischer, ein italienischer Anführer der verschiedenen Space Agencies. So, wir sehen wieder, der Weltraum überbrückt nationale Probleme. Das können wir tun. Dies ist ein Bild, über das ich sehr glücklich war. Das ist ein Spacecraft, das zum Mars fliegt. Und mit dem Bild war ich mir sicher, ja, wir gehen wirklich zum Mars. Und dann hatten wir dieses nettes Bild mit der Idee, wie wir landen auf dem Mars. Also haben wir zwei Spacecraft. Einer ist ein Orbiter, der den Mars umkreist, und der andere ist dieses Testmodul, das in der Atmosphäre landet mit einem Hitzeschild. Dann haben wir einen Fallschirm. Der Hitzeschild trennt sich dann ab, und dann haben wir dann die Abtrennung des Fallschirms. Dann haben wir die Feuerung des Engines, und bis dahin war das okay, ihr kennt die Story. Alles, ihr seht alles, grün, ja, okay, könnt ihr vergessen. Das Problem war, das Spacecraft hat gesehen, dass es schon unter der Oberfläche war, und dann macht es keinen Sinn, natürlich einen Fallschirm zu haben, also hat es den Fallschirm gelöst, und es hat eben auch die Bremsmotoren wurden zu früh ausgeschaltet. Wir hatten ein bisschen eine harte Landung, nicht ganz, wo wir das wollten, aber fast. Wir hatten einige Punkte wegen des Fallschirms, wegen des Hitzeschilds und wegen des Einschlags des Landers. Wir wissen nicht, was diese Spur dort ist, aber ich bin sicher.
Dieses Bild hier zeigt den Orbiter an, dass dieser wirklich aktiv ist. Das ist der wissenschaftliche Teil dieser Operation. Wir haben die ganzen Daten von der Landung und bekommen nun auch Daten von der Oberfläche. Und dieser Gasorbiter funktionierte auch als eine Weiterleitungsstation und das hat er perfekt gemacht. Das hier war die Presse, die sagt, die Marsprobe ist abgestürzt und hat die Landung komplett versaut. Sehr, sehr schlecht. Hier, ihr kennt einen anderen Typen, das ist Elon Musk. Das ist sein dritter Versuch, auf einem Drone-Ship zu landen. Alles war schön bis hier. Hier war alles exzellent. Aber dann war etwas nicht großartig und das war das Ende dieser Rakete. Nun, die Frage ist, was sagt die Presse dazu? Ein ähnlicher Fall, der Satellit dreht sich im Orbit. Und das hier ist die deutsche Presse. Die schreibt, SpaceX ist schon wieder gescheitert, scheitert abermals mit Landeversuch. Die Amerikaner haben das ein bisschen anders berichtet. SpaceX veröffentlicht Video von der Fastlandung. Elon Musk meldet, dem Chip geht es gut. Kleine Reparaturen, cooler Tag. Nun, was sind die Ziele für die Zukunft? Wo gehen wir hin? Ihr kennt das Dorf. Was ist in einem Dorf? In einem Dorf hat man verschiedene Interessen, verschiedene Aktoren, verschiedene Aktivitäten und verschiedene Kalender. Aber ein gemeinsames Verständnis, etwas gemeinsam zu machen. Wir sind ein Dorf, eine Gemeinschaft. Das ist ein Konzept. Ein Konzept ist nicht ein einziges Projekt. Es gibt keinen fixierten Zeitplan von Ende zu Ende, bla 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 bla. Aber es zeigt die Schnittstellen, wo sie gebraucht werden. Und diese zwei Sachen, das Dorf und das Konzept, werden zusammen gefasst in das Konzept Moon Surface Operations. Da wollen wir machen internationales, menschliches, robotisches Public and Private Partnerships, Wissenschaft und die ganze STEAM. Zusammenfassung. Wir wollen Mondwissenschaft betreiben. Den Mond verstehen wir eigentlich noch nicht. Wir können Mondwissenschaft tun, wir können Kosmologie. Besonders wenn wir auf der dunklen Seite, auf der hinteren Seite, nicht der Dark Side von Pink Floyd, des Mondes sind, können wir rausschauen. Wir können Grundlagenforschung, Technologie, Transportation, Kommunikation, Logistik, Planetenverteidigung machen. Und wir können diese Moon Village als unseren Staat brauchen, um weiter ins All vorzukehren. Und die soll offen für alle sein. Das hier ist ein Bild und ich hoffe, dass diese Gemeinschaft hier versteht, dass dieses Bild ungefähr die CCC-Vision der Moon Vision ist. Und er hat auch schon eine CCC-Flagge. Moon Village ist öffentlich. Die Amerikaner verfolgen es mit. Die FAA stimmt diesem Konzept zu. Es gibt Firmen, die sagen, sie hätten die richtige Architektur. Das hier ist eine skandinavische. Andere sind der Meinung, sie könnten den Mond für andere Aspekte nutzen. Und wir könnten einen wirklich Langdistanzflug sehen. Das heißt, die Reise zum Mars ist kein Widerspruch, denn wenn wir dahin wollen, dann werden wir wahrscheinlich einen Boxenstopp auf dem Mond machen. Und ich hoffe, dass ihr nicht ruhig bleibt, sondern aktiv bleibt und uns eine Mondgemeinde erschafft. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Herr Werner, für diesen sehr guten Talk. Wir haben ein bisschen Zeit für zwei Fragen, aber nur, wenn ihr die Fragen sehr kurz haltet. Also erstens, keine Kommentare,
Zweitens, eine Frage in mindestens zwei Sätzen. Frage. Okay, kurze Frage. Was denken Sie, dass das erste Hardware von der Moon Village auf dem Moon ist und vielleicht wann? Es wird ein Montag sein, das ist klar. Und wie ihr seht, das ist nicht ein Plan, in dem ESA jetzt schon konkrete Schritte macht. Wir haben weltweit verschiedene Akteuren, Wissenschaftler, Robotikforscher aus der ganzen Welt, die alle die meisten von denen einen Plan haben, das im nächsten Jahr oder später zu machen. Und viele Dinge weiß ich noch nicht. Vielleicht sind es wissenschaftliche Forschungsprojekte, vielleicht sind es auch einfach Beweise, die sie machen wollen. Auf der Seite der ESA machen wir etwas mit den Russen, wir machen dort Lunar Resource. Meine Idee ist, dass diese Architektur offen sein soll. Ich will nicht entscheiden, wer wann hinkommt, das ist die Vergangenheit. So, do we have a question from the internet? Haben wir eine Frage aus dem Internet? Nothing so far. Noch nichts. Okay, then please microphone number three. Hi. Frage. Arbeiten wir auch zusammen mit Indien und China? Of course. Aber sicher. Du siehst, das Schöne an der ESA ist, wir haben 22 Teilnehmer, wir haben Kanada, Norwegen und. Wir haben also kein Problem, um mit anderen Staaten zusammenzuarbeiten. Und das ist wichtig. Vergisst nicht die Werte, vergesst nicht die Dinge, die wirklich gut sind. Unsere Kooperation ist eine Basis für uns, ist ein zwingender Punkt für alle Bürger der Welt. Und deshalb sage ich, aber sicher. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen, aber Herr Werner hat gesagt, dass er noch erreichbar ist, wenn ihr Fragen habt, für ein paar Minuten mindestens. Und ich danke euch, wenn ihr es erlaubt. Es war großartig, hier zu sein. Ich bedanke mich dafür, für das erste Mal hier zu sein. Und wenn es euch gefallen hat, dann komme ich gerne wieder.